zweiten Chroniker. Kapitel 30. Und Hiskia sandte hin zum ganzen Israel und Juda und schrieb Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie kämen zum Hause des Herrn in Jerusalem, Passa zu halten dem Herrn, dem Gott Israels. Und der König hielt einen Rat mit seinen Obersten und der ganzen Gemeinde zu Jerusalem, das Passa zu halten im zweiten Monat. Denn sie konnten's nicht halten zur selben Zeit, darum dass der Priester nicht genug beheiligt waren und das Volk noch nicht zu aufbekommen war in Jerusalem. Und es gefiel dem König wohl und der ganzen Gemeinde. Und sie bestellten, dass solches ausgerufen würde durch ganz Israel von Beerseba an bis Dindan, dass sie kämen, Passa zu halten dem Herrn, dem Gott Israels, zu Jerusalem, denn es war lange nicht behalten, wie es geschrieben steht. Und die Läufer gingen hin mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda nach dem Befehl des Königs und sprachen: Ihr Kinder Israel, bekehrt euch zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels, so wird er sich kehren zu den Entronnenen, die noch übrig unter euch sind aus der Hand der Könige von Assyrien. Und seid nicht wie eure Väter und Brüder, die sich am Herrn, ihrer Väter Gott, vergriffen, dass er sie dahingab in die Verwüstung, wie ihr selber seht. So seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern gebt eure Hand dem Herrn und kommt zu seinem Heiligtum, das er geheiligt hat ewiglich, und dient dem Herrn, eurem Gott, so wird sich der Grimm seines Zorns von euch wenden. Denn so ihr euch bekehrt zu dem Herrn, so werden eure Brüder und Kinder Barmherzigkeit haben vor denen, die sie gefangen halten, dass sie wieder in dies Land kommen. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, so ihr euch zu ihm bekehrt. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen im Lande Ephraim und Manasse und bis in Sebulon, aber sie verlachten sie und spotteten ihrer. Doch etliche von Asser und Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen in Jerusalem. Auch kam Gottes Hand über Juda, dass er ihnen gab einerlei Herz, zu tun nach des Königs und der Obersten Gebot aus dem Wort des Herrn. Und es kam zuhauf in Jerusalem ein großes Volk, zu halten das Fest der ungesäuerten Brote im zweiten Monat, eine sehr große Gemeinde. Und sie machten sich auf und taten ab die Altäre, die zu Jerusalem waren, und alle Räuchwerke taten sie weg und warfen sie in den Bach Kedron. Und sie schlachteten das Passa am 14. Tage des zweiten Monats. Und die Priester und Leviten bekannten ihre Schande und heiligten sich und brachten die Brandopfer zum Hause des Herrn. Und standen in ihrer Ordnung, wie sich's gebührt, nach dem Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Und die Priester sprengten das Blut von der Hand der Leviten. Denn ihrer waren viele in der Gemeinde, die sich nicht geheiligt hatten, darum schlachteten die Leviten das Passa für alle, die nicht rein waren, dass sie dem Herrn geheiligt würden. Auch war des Volks viel von Ephraim, Manasse, Issachar und Sebulon, die nicht rein waren, sondern aßen das Osterlamm, aber nicht, wie beschrieben steht. Denn Hiskia bat für sie und sprach: Der Herr, der gütig ist, wolle gnädig sein. Allen, die ihr Herz schicken, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, wie wohl nicht in heiliger Reinigkeit. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Also hielten die Kinder Israel, die zu Jerusalem gefunden wurden, das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage mit großer Freude. Und die Leviten und Priester lobten den Herrn alle Tage mit starken Saitenspielen des Herrn. Und Hiskia redete herzlich mit allen Leviten, die verständig waren im Dienste des Herrn, und sie aßen das Fest über 7 Tage, und opferten dann Kopfer und dankten dem Herrn, ihrer Väter Gott. Und die ganze Gemeinde ward rats, noch andere 7 Tage zu halten,
und hielten auch die 7 Tage mit Freuden. Denn Hiskia, der König Judas, gab eine Rebe für die Gemeinde 1000 Pfarren und 7000 Schafe, die Obersten aber gaben eine Rebe für die Gemeinde 1000 Pfarren und 10000 Schafe. Auch hatten sich der Priester viele geheiligt. Und es freuten sich die ganze Gemeinde Judas, die Priester und Leviten und die ganze Gemeinde, die aus Israel gekommen waren, und die Fremdlinge, die aus dem Lande Israel gekommen waren und in Juda wohnten. Und war eine große Freude zu Jerusalem, denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs Israels, war solches zu Jerusalem nicht gewesen. Und die Priester und die Leviten standen auf und segneten das Volk, und ihre Stimme ward erhört, und ihr Gebet kam hinein vor seine heilige Wohnung im Himmel.